You're my heart, you're my soul. Dieses Gefühl ist für uns beide neu. You're my heart. Willkommen am Set von Köln 50667. Wir haben euch wieder mal eingeladen, um euch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material zu zeigen, wie wir hier so unseren Arbeitsalltag verbringen. Wir haben uns jetzt umgezogen, wir wurden jetzt schon mal verkabelt. Jetzt treffen wir uns gleich alle hier zum Briefing, gehen kurz die Szene durch, besprechen so, was wichtig ist, worauf es ankommt, machen eine kleine Textprobe und dann wird hier gedreht, Freunde. Ja, du kannst das so anfangen. Mein Gott, Juli, ich will Marc einfach nur abholen. Du sollst dich verpissen. Und dass du dann sagst, Jule, ey, du hast mich provoziert. Hä, du hast mir einen geknallt. Ja, ja. Und dann kommt er schon, weißt du? So. Ich würde sagen, dass das eine Mischung ist aus einem Alltag haben und sich doch jeden Tag komplett kreativ und neu einbringen zu können. Also kein Tag ist wie der andere, aber irgendwie ist es trotzdem eine Routine. Es ist eigentlich ganz interessant. Also es ist ja Teamwork. Und man erschafft ja was wirklich. Das ist ja produktives Arbeiten. Dann sind wir am Anfang und Ruhe bitte wieder drehen. 10, 2, Take 1. Okay, dann machen wir so. Kamera ist set. Und bitte! Aber du sollst dich verpissen. Jetzt entspann dich. Hau ab! Du hast mich einfach provoziert, sonst wäre das nie passiert. Ich habe dich provoziert? Wie kann man jemanden so provozieren? Du hast mir eine geknallt. Du hast mir eine Ohrfeige gegeben. Hallo? Alter. Hallo? Du hast was gemacht? Du hast dir eine geknallt? Ja, leider. Das war absolut... Leider? Was? Ja. Jule hat mich einfach hart provoziert. Sie hat in meinem Handy rumgeschnüffelt und hat mir dann vom Kopf geworfen, dass ich mir einen anderen Job suchen soll. Das Kreative, das gefällt uns, glaube ich, am besten. Dass man mal in irgendjemanden reinschlüpfen kann und den spielen kann. Und das ist halt kein Job 0815. So, ne? Das ist nicht irgendwie, ich gehe morgens um 8 Uhr irgendwo hin. Es ist immer was Neues und es bleibt immer spannend hier bei uns. Ja, und jetzt? Bist du hier, um dich zu entschuldigen, oder was? Oder du, um das so aufzuklären, oder wie? Oder was soll dir passieren? Ich bin hier, um dich abzuholen, zur Arbeit. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich eine Woche auf Fortbildung bin und ihr knallt euch hier die Köpfe ein, ey. Ich glaube, wir machen auch einen Ja, ja. Du, es kommt von dir der Part von wie. Drauf gewartet, ach, gesagt. Jo! Ja, da Scheiße! Ich sag. Jo, ich sag da noch zu dir, aber du weißt ja, warum ich dann so aus der Haut gefahren bin. Weil so Drehtagen mit sehr vielen Streitszenen oder so machen wir ganz klar so, dass sobald wir das Set verlassen, dann schalten wir um, jetzt ist privat, Rolle ist Rolle, privat ist privat. Also damit wir uns da überhaupt gar nicht mehr mit auseinandersetzen, dass uns das möglichst nicht privat auch noch belastet. Hast du es geschafft, mit Arbeit zu sprechen? So? Hast du nicht? Ja. Oh Mann, ich hab dir das doch gesagt. Du hast mir das versprochen. Ja, ich weiß. Ich wollte auch mit dir reden, aber die richtige Gelegenheit war nicht da, Schatz. Es ist eigentlich immer so, dass die beiden sich immer nach jedem Take, oder zumindest wenn wir dann 4, 5 Mal das gedreht haben, sich danach immer in die Augen sehen, sich nochmal einen Kuss geben, damit beiden irgendwie klar ist, okay, das waren jetzt Mike und Jule, aber bei Caro und Polki, da ist halt alles gut, da ist alles fein. Von dem, was ich hier so am Set mitbekomme, ist der Umgang einfach wahnsinnig liebevoll und sehr fürsorglich. Ich glaube, das ist eine richtig gute Basis und sie scheinen sich schon gut zu ergänzen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, ja. Carolina und Daniel passen super zusammen, weil es beides Herzensmenschen sind. Sind beide einfach von ihrem Sein, von ihrer Liebe sind sie auf einer Ebene und das merkt man so. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, weil ich auch Mensch bin, zum Beispiel für mich. Ich bin eigentlich ziemlich auch gerne mal kurz ein bisschen zurück. Und wenn man tagtäglich zusammen ist und zur Arbeit feiert, zurückfährt, auf der Arbeit zusammen ist, in der Freizeit, ich glaube, das ist schon
Ja, weil nicht anstrengend. Man will, ich will es jetzt nicht schlecht reden, weil es ist alles auch eine Gewohnheitssache, glaube ich. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, nee, ich würde das niemals machen. Das ist eine Gewohnheitssache. Und wenn man sich da, wenn man reinwächst zusammen, dann ist das, glaube ich, auch ganz cool. Nee, du hast mir gesagt, ich brauche nicht eifersüchtig sein, also bin ich das auch. Brauchst du auch nicht. Ja, dann ist doch alles gut. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich fand das jetzt nicht. Ich könnte jetzt von einem kurzen Moment erzählen, wo ich sehr überrascht war über meine Gefühlslage. Da habe ich zum ersten Mal eine Szene gesehen, wo Marc mit der Ava dann im Rettungswagen ist. Und das war ja quasi so, das waren ja eigentlich Marc und Jule. Marc und Jule waren im Rettungswagen. So hat die ganze Geschichte begonnen. Und mich hat es tatsächlich irritiert, dass es mich irgendwie kurz so einen kleinen Stich versetzt hat. So, es war so ein kurzer, so, oh nö, das ist eigentlich, will ich das gar nicht sehen. So. Aber dann schaue ich es mir halt auch einfach nicht an. Fertig, aus. Dass Caro das vielleicht nicht ganz kalt gelassen hat, kann ich absolut nachvollziehen. Also gerade als Frau, wenn man ein bisschen Empathie besitzt, dann kann man solche Gedanken auch verstehen. Und ich denke, es ist generell nicht einfach, also da sie ja selbst auch mal die Rolle als Rettungssanitäterin gespielt hat, das jetzt von einer anderen Person und dann noch an der Seite von ihrem Verlobten. Also das ist nachvollziehbar, ja. Ach gut, das... Ich glaube, das müsstet ihr mittlerweile auch wissen. Heben alle die Barbie? Ja, auch hinter der Kamera. Heben alle die Barbie. Der Turmmann nickt. Ja. 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 Eigentlich sie? Nee. Das ist die Frage ist, was ist damit gemeint? Ich bin zwar romantischer vielleicht im Sprechen oder irgendwie sowas, aber der ist auch sehr romantisch, nur auf einer ganz anderen Art und Weise. Weißt du? So wie du es nicht denkst. Also sowas halt wie, ja, ich bin ein Vollidiot, aber dann lass mich dein Vollidiot sein. Und das ist eigentlich total süß, der rafft das nur nicht. Das ist Romantik. Was würdest du eigentlich sagen, wenn ich immer so einen Weg legen würde? Ja, ich wäre stinkesauer, weil ich wüsste, dass ich es wegmachen muss. Und ich würde mir Gedanken machen über unseren Echtholzboden. Dass er da irgendwie einzieht. Wenn ich dich hier so begrüßen würde. Mit einer Gardine um den Hüften. Das, ich würde sofort sagen, zieh dir mal was Wärmes. Also es kriegst du an der Nieren. Die Romantik spielt in dem Leben von Jule und Marc Reuter auf jeden Fall eine andere Rolle als in dem Leben von Daniel und Carolina. Beziehungsweise wird das da ganz anders aufgetischt. Ich bring zwar auch... Ah, aua! Ja, Schatz, aber du darfst doch nicht da oben greifen. Nee. Da unten sind die denn des Wahnsinns? Da unten sind die doch... Ich will gedoubelt werden. Nee, das war irgendeine Fehlpeaks. Ich bring Caro aber auch auf Blumen mit, aber marktfrische. Zu der Uhrzeit, nach dem langen Tag, nur kurz vorher muss man sich einmal kurz zusammenreißen und dann nochmal einmal abfeuern. Es ist halt auch die ganze Power einmal abfeuern. Übertrieben schnulzig. Schatz, los, geh ins Badezimmer. Übertrieben schnulzig. Krass. Ich guck mal Spielschlüssel. Hab ich. Guck mal her, ich hab den Okay. So langsam ist es so kurz vorher, fährt man sich nochmal hoch, wie vor einem Kampf. Und dann nochmal auf Level bringen, ne? Das ist ja die Kunst beim Schauspiel, dass man sich, man kann die ganze Zeit auch so rumlümmeln, aber kurz vorher, da musst du hier, on point. Und das ist hier, das ist zack, 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 zack. Komm mal hoch. Aber kurz vorher, sonst kann man nicht mehr. Da, guck hier, guck, siehst du da? Ja. Und da sagt noch einer, wir leben hier nicht gefährlich. Alles fürs Team, also fürs Format. Für die Fans. Für die Fans. Für euch mache ich das. Verstehst du? Zwei.
Ich bin's. Hallo, mein Schatz. Jetzt ist mir ein bisschen peinlich, dass ich hier einfach nur so einen Strauß Rosen dabei habe. Zwei doofe Gedanke. Danke. So, das Klappen hoch. So. Das ist gut. Zieh sie mal an. Weil sie, als wir aus dem Haus gegangen sind, heute Morgen, und die Sonne noch geschienen hat und voll warm war, ja, da hat sich hier die Holde Maid gedacht, ach, so ein kleines, dünnes Jeansjäckchen, das tut er doch. Ja, jetzt haben wir aber spät abends und es ist natürlich kalt und dazu hat sie ein bisschen Stimme angeschlagen. Und das ist, da es morgen weitergeht, in aller Frische. Im Moment sind wir froh, wenn wir, also wir haben, was war unser Limit jetzt, 23.30 Uhr nach Hause kommen, alles davor, dann versuchen wir noch irgendwie zu kochen. Und einfach um runterzukommen in der Zeit und dann noch was zu essen, bevor wir schlafen gehen, damit wir nicht nur nach Hause kommen, schlafen, aufstehen, arbeiten. Ich esse gleich ein Eis, klar. Bitte schön, klar. Milli, vielen Dank. Hasta mañana. Hasta mañana. Macht es gut. Danke, bis morgen. Tschüss. Ein Tag mit vielen Höhen und vielen Tiefen geht zu Ende. Ja, und dass wir vor morgen wieder mit voller Power hier am Start sind, fahren wir jetzt mal nach Hause. Aber weil es schon recht spät geworden ist, würden wir sagen, fahrt ihr auch nach Hause und wir laden euch dann zu einem anderen Tag nochmal zu uns in unser Chaos ein. Dann tschüss. Ja, dann tschüss, ne? An alle auch. Ne? Tschüss. Ja, guck mal. Das Licht geht aus. Tschüss.